Hallo zusammen, es geht heute um den Einbau, die Montage von diesem Kühlschrank oder sonst ein Kühlschrank 12, 24 Volt für Camper und Boot. Die eine Möglichkeit ist über den Einbaurahmen, da komme ich nachher dazu. In der Regel wird das so gebaut, dass ich links und rechts ein Brett habe, wo ich den Kühlschrank zwischen reinschiebe und unten dran ein Tabla. Bei den Kühlschränken mit dem Kühlaggregat extern, dass ich also das Kühlaggregat zum Beispiel unten hinsetzen kann, da empfiehlt sich auch hier nur eine Leiste zu montieren, dass ich den Kühlschrank draufstellen kann, reinschieben und unten dran direkt das Kühlaggregat. Es gibt zwei Möglichkeiten von der Positionierung. Ich mache das Brett so bündig, dass ich den Kühlschrank hier bündig habe, dass dann die Türe beim Einbau vorsteht. Oder ich mache die Türe, das Brett bis nach vorne, so dass nur noch der Kühlschrankgriff vorstellt, dass ich mir hier halten kann und aufmachen. Wir schauen das genau aus diesem Spektrum an. So sieht das so aus. Oder dann bündig, dass nur der Griff vorsteht. Zum Befestigen vom Kühlschrank. Ich nehme vom Kasten nebendran, mache ich eine Schraube, entweder nehme ich eine Spanplattenschraube, die ich hier durchtreibe und hier schaue, dass sie hier einen halben Zentimeter reinsteht und so über zwei Schrauben oben unten und auf der anderen Seite das gleiche. Wir sehen hier, wie die Schraube hier in den Kühlschrank reinsteht. Das heißt, hinten in der Isolation, da passiert absolut nichts. Wenn ich den Kühlschrank so links und rechts anschraube, vom Kasten nebendran oder mit vier Schrauben nur von dieser Seite her, geht der auch nirgendwo hin. Jetzt ist die Situation teilweise, dass ich hier ein Loch habe und dann lässt sich der Kühlschrank natürlich schlecht anschrauben. Für das gibt es zum Beispiel diesen Einbaurahmen. Dieser Einbaurahmen, der kommt hier rüber. Da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Hier sind die Löcher bereits vorgestanzt. Ich montiere den so, dass eben auch wieder hier die bündig ist, dass die Türe vorsteht. Oder ich montiere den so. Dann muss ich hier die Schrauben zuerst anlösen, also dass nur noch der Griff raussteht. Die Löcher sind hier im Blech bereits vorgestanzt, die Schrauben sind im Lieferumfang dabei. Und wenn ich jetzt mit meinem Brett hier komme, die schöne Seite außen, das ist, was ich gerade gefunden habe, wir sind nicht vom Möbelbau, so kann ich das Loch, das Brett hier mit diesen Schrauben, kann ich den Kühlschrank komplett so anschrauben. Wir sehen im Katalog drin, sehen wir die Maßzeichnung vom Kühlschrank, die beziehen sich auf das Außengehäuse. Und wenn ich jetzt hier das Loch nehme vom Schrank von oben her, dann muss ich hier noch circa einen halben Zentimeter zu den Grundmaßen vom Kühlschrank dazu rechnen. Das hier ist das untere Teil. So kann ich den Kühlschrank komplett als kompletten Rahmen montieren und komplett in ein Loch versenken. Wird sehr viel in Booten gemacht, wo ich eine flache Wand habe, wo ich den Kühlschrank von vorne her reinsetze. Wichtig ist aber, dass hinten der Kühlschrank, auch wenn ihr ihn vorne anschraubt, hinten aufstehen kann, dass er nicht hinten runterfällt.
Also die Montage von so einem Kühlschrank ist keine Hexerei. Direkt von außen in dieses Gehäuse anschrauben und dann sitzt der Kühlschrank fest. Ich hoffe, es entstehen keine Fragen, sonst unten im Kommentarfunktion Fragen drin. Ich verlinke euch hier den Beschrieb von diesem Kühlschrank mit externem Kühlaggregat. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.